zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch einen Kosmetik-Haul. Und wenn ihr wissen wollt, was für neue Schätze meinem Schminktisch einziehen, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran. Fangen wir an mit den Sachen, die ich von Clossify habe oder Clossify. Und zwar ganz wichtig zu erwähnen, die haben jetzt nochmal extremst reduziert. Also die haben Produkte für 1, 2, 3, 4 oder nur 5 Euro. Top-Marken wie Sleep, Shiner Glaze oder Milani. Und ich habe hier Milani Blush für nur 2 Euro. Das ist unglaublich. Aber ihr müsst da auf jeden Fall schnell sein, weil von Milani Blush zum Beispiel hatten die nur noch 2 Stück. Also die Sachen sind auf jeden Fall limitiert, aber super, super reduziert. Und ja, wenn ihr da irgendwie was noch einkaufen wollt oder euch was interessiert, dann müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell. Ich zeige euch einen Milani Blush, der durfte auch bei mir neu einziehen. Das ist die Farbe 07 Fantastico Move. Und ich liebe die Milani Blushes. Die Verpackung ist unheimlich edel, gefällt mir total gut mit dem Gold. Es ist ein wunderschöner Blush. Also der ist Highlighter, Bronzer und Blush in einem. Richtig schön marmoriert. Hier ist wie gesagt ein Highlighter drin, ein Bronzer, so ein Fliederstich und ein Vintage Rose. Auf jeden Fall Glitzerpartikel sind drinnen enthalten, aber wirklich sehr, sehr schöne, tolle Farbe für die Jahreszeit, die jetzt ansteht. Verleiht trotzdem Frische und ja, ich finde den wirklich so, so schön. Also wenn ihr den hier noch bekommen könnt, echt top. Von Wet n Wild möchte ich euch eine Palette zeigen, die nennt sich E736 Petal Pusher und die hat richtig tolle Fliedertöne, Herbsttöne, mit sehr viel Glitzer, also perfekt für besondere Anlässe wie Weihnachten, Silvester oder für eine Party. Und ja, wollte ich unbedingt ausprobieren, denn ich wurde angefixt von der lieben Steffi vom Kanal Mama Co. Und ja, sie hat schon mal, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es diese Palette war oder ob es eine andere war, aber auf jeden Fall hat sie mich mit Wet n Wild angefixt. Sie hat es öfters in die Kamera gezeigt und ich war schon sehr, sehr neugierig und wollte auch unbedingt eine haben. Und da es bei Glossify oder Glossify momentan wirklich so günstige Preise gibt und die einfach nochmal so extrem reduziert haben, ja, musste ich auf jeden Fall zuschlagen. Da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Natürlich kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich habe die aber schon verwendet und kann sagen, dass die echt top pigmentiert ist. Aber ich werde auf jeden Fall weiter testen und euch auf jeden Fall davon berichten. Und wenn ihr das wollt, auch gerne mal einen Look dazu. Gerne mal einen Look dazu schminken. Und es geht weiter mit einem Nagellack und zwar Shiner Glaze und da konnte ich einfach nicht vorbeischauen. Die Farbe hat mich unheimlich angesprochen und ja, ich musste den unbedingt haben. Das ist die Nummer 129 Limbo Bimbo. Ich finde den Namen unheimlich lustig und das ist so ein dunkles Pink und das hat mir einfach total gut gefallen. Ich habe diesen Nagellack auf meinen Fingernagel aufgetragen, um euch das zu zeigen. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich liebe Shiner Glaze Nagellacke, die halten super gut. Ich habe 2 Schichten auftragen müssen. Auch mit einer hat er sehr, sehr gut gedeckt, aber ich mache das generell immer so, dass ich 2 Schichten lackiere und ja, gefällt mir richtig gut und ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal vorbeischauen und mir ein paar Nagellacke noch dazu holen. Es geht weiter mit Sleek und zwar habe ich ein Pout Paint, nennt sich das. Viele von euch kennen das wahrscheinlich und viele aber vielleicht auch nicht wie ich, denn ich kannte das persönlich noch nicht. Also ich habe das noch nie woanders gesehen oder noch nie davon gehört. Also auch hier auf YouTube ist das gar nicht so gehypt und ich fand das sehr, sehr interessant. Das ist die Farbe 162 Milkshake und das ist eine wunderschöne Farbe. Das ist für die Lippen gedacht, wie ein Lippenstift, der auf jeden Fall einen Gloss hat. Das hat hier auch so eine Spitze. Also ähnlich wie eine Creme, also keine Lippenstiftform oder sowas. Und das muss man sich dann mit einem Pinsel auf die Lippen auftragen. Das Coole an diesen Teilen ist, dass ihr die untereinander mischen könnt. Also da gibt es von 10 oder 12 verschiedene Farben. Ihr könnt euch die zusammenmischen, so dass ihr eben dann die Farbe erhält, die ihr haben wollt. Davon gibt es auch einen weißen. Und dann könnt ihr zum Beispiel das Weiße mit dem hier anmischen und dann habt ihr einfach einen Nude-Ton mit einem rosanen Unterton. Ne? Also das könnt ihr dann individualisieren und ja, fand ich super interessant und wollte ich unbedingt testen. Und die sind mega pigmentiert, halten super, super gut. Und ja, ich bin sehr glücklich damit und werde mir davon auf jeden Fall mindestens 10 bestellen in allen verschiedenen Farben, damit ich mir einfach meinen perfekten Lippenstift anmischen kann. Bleiben wir bei Sleek. Ich bin ja so ein Lippenstift-Fanatiker und habe hier eine Lipstick-Palette. Lip 4 nennt die sich. Hier sind 5,4 Gramm drin. Das ist die Farbe Ballet 858.
Und auch das fand ich sehr interessant, weil ich das vorher auch nie gesehen hatte. Also ich bin ja ein Sleek-Fan, absolut. Aber das sind irgendwie Produkte, nach denen ich auch nie gesucht habe, sagen wir es mal so. Deswegen wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Und dann fand ich das irgendwie sehr interessant. Das ist diese typische Sleek-Verpackung in Schwarz. Mal, da ist wie immer ein Spiegel mit drin enthalten, finde ich immer toll. Und dann habt ihr hier eben 4 Lippenstifte. Und das könnt ihr dann mit einem Pinsel auftragen. Und ja, das sind Nude-Töne. Also hier habt ihr einen Nude-Ton, der einen bräunlichen Unterton hat. Dann habt ihr hier einen so mit so einer Leberwurstfarbe. Dann habt ihr hier so einen richtigen Nude-Ton. Also so richtig Nude-Nude. Und hier einfach nochmal ein etwas dunkleres von der Nuance. Ich finde die super gut pigmentiert, sehr cremig, sehr gut im Auftrag. Also ihr könnt da auch sehr gezielt arbeiten mit einem Pinsel. Ich mag die sehr, sehr gerne und bin auch da wirklich sehr, sehr happy. Aber auch da werde ich weiterhin testen und euch dann berichten. Bei Glossify gibt es auch Schmuck. Total süß, kleine Armbändchen. Ja, und das kam dann in so einer Tüte an. Total schön, richtig schick. Also ideal zum Verschenken, wie ich finde. Und das kommt dann quasi so an. Ja, das ist so ein Armbändchen und da steht Hope und das ist irgendwie total puristisch und minimalistisch. Fand ich sehr, sehr schön und das kann man echt super gut verschenken. Das kommt super gut an, da freut sich jeder und ich fand das irgendwie sehr, sehr schick und deswegen musste das auch mit. Es geht weiter mit Cambry, auch davon habe ich ein paar Produkte und zwar meine geliebten Red Cherries. Also ich glaube, wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein totaler Red Cherry Fanatiker bin. Meine Nummer ist die Hashtag 43 und ich liebe die. Ich habe die auch heute an und ich finde die sowohl alltagstauglich wie auch für abends gedacht. Die sehen total natürlich aus, auch wenn die sehr, sehr lang sind, aber ich finde einfach, ja, dass ihr damit einfach einen tiefen Blick habt und das sieht einfach super sexy aus. Ich liebe die. Es geht weiter mit Proof is in the Heart von Essie. Ich liebe Essie Nagellacke, obwohl ich da auch sagen muss, da gibt es natürlich immer ein hässliches Entlein irgendwie. Aber die sind generell sehr, sehr gut. Die decken sehr, sehr gut. Ich mache da aber trotzdem immer 2 Schichten und ich liebe diese Farbe. Das ist so ein zartes Rosa und ich weiß, das ist nicht unbedingt passend für diese Jahreszeit, weil wir ja eher zu dunklen Tönen greifen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bei Beauty gibt es keine Gesetze. Also wenn ich Lust auf Pink habe oder auf Rosa, dann trage ich es einfach, weil ich brauche einfach manchmal Farbe und dann fühlt man sich irgendwie automatisch viel, viel besser und kann einfach happy in den Tag starten. Geht weiter mit einem Sleek Blush und zwar ist es Mirrored Pink 846 und ich dachte, dass Rose Gold wirklich der schönste Blush auf Erden wäre, aber dann habe ich das hier gesehen und ich, auch da sage ich euch ehrlich, ich war wochenlang am Überlegen, ob ich es mir bestellen soll oder nicht. Ich habe mir viele Swatches angeschaut über YouTube oder Instagram. Die Sleek Blushes sind sehr hübsch, hier sind Spiegel mit drin, das Einzige ist, ich mag die Verpackung nicht unbedingt so, so gerne, weil wenn man lange Fingernägel hat, dann hat man dann schon Probleme beim Aufmachen. Aber ansonsten liebe ich Sleek Blushes. Die halten super, super gut und die sind einfach grandios pigmentiert. Ja, dann bleiben wir doch bei Sleek. Ich habe hier noch eine Face Form Contouring and Blush Palette. Hier sind 20 Gramm drin und die nennt sich Light 373. Also davon gibt es verschiedene. Einmal für einen hellen Hauttyp, für einen mittleren und für einen dunklen. Ich habe mir das ganz helle bestellt, weil mir eben der Blush einfach sehr, sehr gut gefallen hat, der da drin enthalten war. So schaut die Palette aus, also auch typisch für Sleek, in schwarz und matt. Auch hier ist mal wieder ein Spiegel drin und hier habt ihr eben einen Highlighter, einen Bronzer und einen Blush. Und die sind auch so, so gut pigmentiert. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir unheimlich gut. Leider kenne ich die anderen nicht, also für die mittlere, für den mittleren Hauttyp oder für den dunkleren Hauttyp. Aber das passt eigentlich sehr, sehr gut. Der Bronzer ist nicht zu dunkel, was eigentlich perfekt ist für den Winter, wo wir ja nicht unbedingt so extrem braun sind, also sehr angenehm zu tragen. Damit kann man eine leichte Kontur setzen, ohne dass es eben too much aussieht. Dann habt ihr hier einen Highlighter, der hat einen peachigen Unterton. Da war ich sehr überrascht, hätte ich nicht gedacht. Und hier ist ein Blush. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der Rose Gold ist, aber der sieht dem wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich muss das nochmal vergleichen. Der ist auf jeden Fall peachig, rosa, hat aber nochmal goldene Pigmente. Sehr, sehr schön. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr diese Palette noch nicht kennt und wenn ihr die noch nicht habt,
dann besorgt sie euch unbedingt, weil ihr werdet einfach begeistert sein. Das kann ich euch versprechen, die ist einfach wunderschön. Dann möchte ich euch noch ein Sleek Blush zeigen. Und nein, ich wurde mit Sicherheit nicht bezahlt, um euch Sleek Produkte zu zeigen. Das ist echt nur Zufall, aber ich liebe echt Sleek Produkte. Und das habe ich mir über Amazon gekauft gehabt, aber das ist echt schon lange her. Aber ich konnte natürlich kein Haul drehen und euch nur ein Produkt zeigen, deswegen zeige ich euch das heute. Das ist Sude 921 oder Sude. Und als es ankam, war ich super enttäuscht. Ich dachte, Sude ist so ein bräunlicher Ton, der etwas dunkler ist. Ich dachte, der passt richtig gut zu meinem Hauttyp. Ich bin ja so ein Herbsttyp mit einem Olivenunterton. Und dann habe ich mir gewünscht, einen Blush, der eben auch bräunlich ist. Und dann kam halt was ganz anderes und dann war ich irgendwie total enttäuscht. So schaut der Blush aus. Der ist super, super hell. Der ist gar nicht so braun. Also der hat schon so einen peachigen Unterton. Aber ich war halt, wie gesagt, enttäuscht, weil wenn man etwas anderes erwartet und dann wird man so konfrontiert damit und man denkt sich, hä, warum ist das so hell? Ja, da war ich halt enttäuscht. Aber mittlerweile mag ich den trotzdem sehr, sehr gerne, weil ich würde den Mädels empfehlen, die sehr hellhäutig sind. Ich würde ihn mir, sage ich euch ganz ehrlich, nicht nochmal kaufen, weil die Farbe einfach nicht das ist, was ich haben wollte. Ich hatte mir viele YouTube-Videos angeschaut, weil mich diese Sleek Blushes sehr interessieren. Und habe auch Swatches dazu gesehen und es sah immer so unheimlich dunkel aus und bräunlich. Und dann kam halt das hier an und das war halt super hell mit diesem peachigen Unterton, den ich eben nicht erwartet hatte. Deswegen, ja, bin ich damit jetzt nicht so glücklich. Aber ich werde es trotzdem weiterhin verwenden. Es ist trotzdem sehr, sehr schön. So Mädels, das war mein Kosmetik-Haul. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht war da etwas dabei, was ihr auch habt. Dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Dann tauschen wir uns aus. Ich hoffe, ihr schaltet zu meinem nächsten Video wieder ein. Bis dahin macht's gut. Bleibt mir unbedingt gesund. Packt euch warm ein, denn es wird kalt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.